Und weiter geht's mit Let's Play Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Im letzten Part waren wir hier auf der Polizeistation und auch davor noch bei Central News Agency und haben ein bisschen über Tom Bulling erfahren, dass dieser gewisse Informationen über Jack the Ripper verbreitet, indem er behauptet, einen Brief von ihm bekommen zu haben oder so ungefähr. Oder Watson steht da vorne ja schon. Oder er hat im Namen von Jack the Ripper einen Brief geschrieben. Ah, Holmes, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Und hier bin ich. Und jetzt wollen wir mal, ihn ansprechen, also Tom Bulling. Ihm sagen, dass wir wissen, dass er das gefälscht hat und dementsprechend darum bitten, dass er Squibby in Ruhe lässt. Ausgezeichnet, Watson. Dieser Einfallspinsel Bluto hat es sicher auf uns abgesehen und könnte sich immer noch dort versteckt halten. Ich versuche, im Pub mehr zu erfahren. Und Sie, Watson, halten draußen die Augen offen. Zögern Sie nicht, bei dem kleinsten auffälligen Geräusch die Polizei zu rufen. Ach ja, mit Bluto war ja immer noch dieses Problem. Da sitzt er ja echt tatsächlich. Hi. Ja, Sir? Hi. Mit dir auch noch kurz reden. Hey, sind Sie nicht der Gasmann, nach dem Bluto sucht? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nein. Wenn Bluto mich sieht, könnte das sehr gefährlich werden. Jupp. Hi, Mr. Bulling. Guten Abend, Mr. Bulling. Kennen wir uns? Nein, aber ich habe Informationen, die Sie interessieren dürften. Reden Sie, mein Freund. Ich gebe Ihnen einen aus, wenn sich daraus etwas machen lässt. Geht es um die Whitechapel-Morde? In der Tat. Ich kenne die Identität des Mannes, der einen Brief an die Polizei verfasst hat. Der Brief beginnt mit "Lieber Boss" und der Verfasser behauptet, der Whitechapel-Mörder zu sein. Unterzeichnet ist er mit Jack the Ripper. Was? Es handelt sich bei dem Verfasser um einen Journalisten, der sich von Springheel Jack inspirieren ließ, um die Glaubwürdigkeit und Seriosität seiner Presseagentur zu untermauern. Dieser angebliche Jack sorgt für Informationen aus erster Hand, die der Journalist häppchenweise an die Behörden weitergibt, sowie einige dezente Indiskretionen, die er an die bettelnden großen Zeitungen durchsickern lassen will. Er spielt beide Seiten gegeneinander aus und ist im wahrsten Sinne des Wortes der federführende Kopf hinter dem Gerücht. Er hat den Brief an diesem Ort verfasst und seine Finger sind mit roter Tinte bekleckert, so wie Ihre. Was wollten Sie von mir, mein Freund? Sie haben einem gewissen Squibby damit gedroht, ein Telegramm aufzugeben, das ihn als möglichen Verdächtigen im Fall dieser Morde nennt. Sie wollen sich für einen alten Streit rächen. Ich schlage vor, Sie verzichten darauf, dieses Telegramm aufzugeben und lassen Squibby in Ruhe. Diesen Taugenichts habe ich schon längst vergessen. Ich habe ihm die Drohung an den Kopf geworfen, als ich gerade unterwegs zur Polizeistation war. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Außerdem müssen Sie damit aufhören, diese Briefe zu verfassen. Sie behindern damit die Ermittlungen der Polizei. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich habe ein gutes Verhältnis zur Polizei. Erkundigen Sie sich ruhig. Ich muss niemandem Rede und Antwort stehen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Na, wenn ich hören will, ne? Dem müssten wir dann vielleicht tatsächlich irgendeine Lektion erteilen. Ich habe mich eben ganz kurz während des Gesprächs gewundert, warum Holmes das so selbstsicher alles preisgibt, was er weiß, aber lag wahrscheinlich am Anfang des Gesprächs, als er sagte, hallo Bulling, und der halt nicht gesagt hat, er wäre nicht Bulling, sondern gefragt hat, ob wir uns kennen. Also hat damit sozusagen zugegeben, dass er dieser Bulling ist, den wir gerade suchen, weil wir ja nicht wussten, wie er aussieht so richtig. Also wir wussten es nicht hundertprozentig, von daher. Aber dadurch halt, und deshalb konnte Holmes dann halt auch direkt alles ausplaudern. Von daher, okay, ja, ansonsten gute Sprache immer wieder. Leben Sie wohl, Sir. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, dann schicken wir dich wahrscheinlich irgendwo hin. Kann ich vielleicht nochmal? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, ich würde mir das nämlich gerne nochmal anhören, das Gespräch. War eigentlich relativ cool. Aber naja, gehen wir einfach zu Squibby und der Polizei. Schnell zur Polizeistation, Watson. Wir sind nah am Ziel. Squibby wird uns verraten, was er über Tumblety weiß. Squibby, nicht mehr im Gefängnis? Sie sind wieder ein freier Mann. Wir waren gerade unterwegs zur Polizeistation, um Sie zu finden. Psst! Ja, die Bullen haben mich gehen lassen. Ich wollte erst zu Bluto und dann versuchen, Sie zu finden. Und? Haben Sie mit dem Zeitungsfritzen geredet?
Ja, er ist im Pub und die Sache dürfte erledigt sein. Jetzt würde ich gerne hören, was Sie über Dr. Tumblety zu sagen haben. In Ordnung, aber wir müssen uns beeilen. Eines Nachts war ich unterwegs zu Bluto, um ihn in seinem Versteck zu treffen. Nicht weit von der Pension, in der dieser Tumblety ein Zimmer hat. Er ist auch gerade gekommen und muss ein ziemliches Saufgelage hinter sich gehabt haben. Um auf den Punkt zu kommen. Dieser Kerl stand also da und hat mich angegrinst. Er meinte, er sei ein großartiger Arzt aus Amerika und wolle mit mir ins Geschäft kommen. Ich habe gesagt, dass ich schon Interesse hätte, aber nicht zu den Leuten gehöre, die mit Fremden sofort ein Ding drehen. Er hat mich dann in sein Zimmer eingeladen, um über das Geschäft zu reden. Nur er und ich. Wir haben ein oder zwei Flaschen geleert und dann wollte er mir plötzlich zeigen, was er in diesem riesigen Koffer hat, den er immer mit sich herumschleppt. Ich musste mich fast übergeben. In diesen Gläsern waren keine Essiggurken oder anderes Zeug, sondern Fleischstücke. Und er hat mir ins Ohr geflüstert, dass es sich dabei um intime Körperteile einiger betagter Damen handelt. Präparate, hat er gesagt. Liebestöter würde wohl eher passen. Bah! Dann hat er angefangen, über Frauen herzuziehen. Sie seien nichts weiter als Hunde. Aber die schlimmen Sachen spare ich mir jetzt lieber. Dann ist er näher gerückt und hat mir seine verschwitzte Hand auf meinen Oberschenkel gelegt. Vielleicht ist er einer von denen, aber ich bestimmt nicht. Ohne zu zögern habe ich ihm eine verpasst und mich dann aus dem Staub gemacht. Er wollte mich aber trotzdem wieder treffen und dieses Mal wirklich nur über das Geschäftliche reden. Dann musste ich aber in den Knast und... Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Warum? Ist er nicht in der Pension? Vielleicht hat er ja auch Gefallen am Leben hinter Gittern gefunden. Ich habe gehört, dass man in manchen Gefängnissen sogar... Danke für die Informationen und vielleicht bis bald, mein Freund. Hier ist die versprochene Summe, damit Sie London verlassen können. Danke, Kumpel. Ich muss noch eine alte Rechnung mit Bluto begleichen und dann verschwinde ich aufs Land. Mein lieber Watson, wir müssen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bisher sind wir nicht auf Dr. Tumblety gestoßen, aber die Zeit ist jetzt gekommen. Was denken Sie darüber, Holmes? Wir müssen herausfinden, ob es nur reiner Zufall ist, dass ein Sammler menschlicher Organe und ein Mörder, der besagte Organe entnimmt, zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend unterwegs sind. Ja, okay, so formuliert. Das ist nämlich, also wir wussten das ja schon damals wegen diesem Aufbewahrungsglas, dass es eben diese Verbindung geben könnte. Das war ja, die Idee ist ja nicht gerade neu. Aber die Verbindung muss nicht bestehen. Und das gerade eben war natürlich wieder ein wenig blöde, dass wir jetzt hier gerade waren oder gerade abgehauen sind und dann hier noch sowas passiert, sowas abgeht. Wo waren das jetzt gerade? Habe ich mich wieder in der Straße geirrt? Ach, da vorne war das, ne? Ach genau, wir sind jetzt ja auch am Ende weiter jetzt eben. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Ja. Verdammt, da ist gerade irgendwas abgegangen. Und wir haben es nicht mitbekommen. Haben Sie einen Schilling, mein Herr? Nö. Ein Schilling sind ungefähr 5 Dollar in der heutigen Zeit. Also sowas für eine kleine Mahlzeit sozusagen. Wäre das etwa? Naja, gehen wir dem Verbrechen da hinten irgendwas anderes nach. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie doch noch Ihren Schlüssel abgeben. Ach, Sie sind es, Mr. Holmes. Guten Abend, Dr. Watson. Was für ein Schlüssel? Ist hier irgendjemand abgehauen oder so? In der Tat, ich bin's wieder. Einer Ihrer Mieter ist gegangen, ohne seinen Schlüssel abzugeben? Ja, Dr. Tumblety, über den wir ja bereits gesprochen hatten.
kurz nach Ihrem letzten Besuch hier sind Polizisten aufgetaucht und haben mir einige Fragen über ihn gestellt. Kaum waren sie weg, ist er schon um die Ecke gekommen und in sein Zimmer im oberen Stockwerk geeilt. Kurze Zeit später habe ich während meiner Aufräumarbeiten gehört, wie etwas in seinem Zimmer heruntergefallen ist und jemand die Treppe hinuntergerannt ist. Er ist mit seinen meisten Gepäckstücken auf und davon, aber ohne mir den Schlüssel zurückzugeben. Gehen Sie ruhig rauf und sehen Sie sich um. Die Tür ist noch offen. Stimmt, wir hatten ja Constable Humphreys darum gebeten, einige Untersuchungen anzustellen. Vorsicht, Watson. Bleiben Sie an Ort und Stelle stehen, bis ich diese Spuren genauer untersucht habe. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Ich kenne Ihre Vorgehensweise. gut. Ich hätte jetzt gerade noch überlegt, ob das vielleicht die Tür war. Aber dann hat sich das ja gerade schon erledigt gehabt. Ich brauche Informationen. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Ja, oh Mann. Gut, dann wollen wir mal sehen, ne? Ups. Na. Wieso funktioniert das nicht? Schuhgröße 48. Okay. Und dieses Profil noch? Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Was ist hier hinten noch? Der rechte Fuß. Ach so. Ein leichter Abdruck. Okay, was ist das hier? Irgend so ein Fleck. Und hier ist wohl wieder irgend so ein... Der rechte Fuß. Ein leichter Abdruck. Okay, der Mann ist gerannt. Der rechte Fuß. Ist hier gar nichts mehr von Bedeutung? Der Mann ist gerannt. Ist hier auch noch irgendwas? Das ist kein Wasser. Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Denke schon. Jupp. Ist ein recht kleines Zimmer, aber gut. Okay, hier liegt ja noch voll viel Zeug rum. Ich dachte, er hätte das meiste seines Gepäcks mitgenommen. Ah, das ist wohl ein Rätsel. Ich glaube, dann gucke ich mir das erst im nächsten Part an. Denke ich mal. In dieser Pfütze liegen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Okay, da ist noch was zum Lesen. Hier auch. Na okay, dann lesen wir das halt noch durch. Ist auch nur eine Seite. Brief aus Tumblety's Zimmer. Blablabla, verstehe ich nicht, wie Sie in diese Lage geraten sind. Ihre leidenschaftlichen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit dieser Kriege hätten mehr als nur einen überzeugen sollen. Ich erinnere mich noch immer daran, wie Sie ihn bei diesem Treffen imitiert haben. Sie haben sich in der typischen Pose hingestellt und gerufen, Vicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann kein Ende finden, bis wir diesen Schlüssel in der Tasche haben. Wir haben alle geklatscht, selbst Lincoln höchstpersönlich hätte ihnen wohl applaudiert. In jenen dunklen Tagen gab es nur selten etwas zu lachen. So viele Tote und dann auch noch unser geliebter Präsident. Ermordet von diesem Feigling, ließ er sein Leben ganz wie die toten Soldaten beim Sieg von Gettysburg, die tapfer fielen, damit wir am nächsten Tag tatsächlich den Vicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Auch wenn es dann noch sehr lange gedauert hat, bis der Feind 1865 im Appomattox-Court-Haus die Kapitulation unterzeichnete. Okay, ich bin jetzt nicht so bewandert in der Geschichte. Also allgemein, weshalb ich nicht so genau weiß, wer hier wo gemeint ist. Oder was so gemeint ist, aber okay. Falls dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war, scheint er ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Vicksburg ist der Schlüssel. Interessant. Okay, dann ist das wahrscheinlich irgendwie da hinten mit gemeint. Ja, und Präsident deutete dann ja auch auf Amerika hin. Und Lincoln auch. Achso, das ist die Tür nach draußen. Ich war gerade irritiert von diesem Licht hier. Und hier haben wir auch noch Briefe. Oder sowas. Brief aus Tumblety's Zimmer. Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen.
So, lebe wohl, Charles. Ich immer erst gucken, von wem das ist hier. Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich fühle mich schrecklich, weil eine Fortsetzung unserer Beziehung... Charles? Ach so, vielleicht ist Francis dann Tumblety, weil er ja nicht so mit Frauen verkehrt, sag ich mal. Unsere Beziehung sowohl meine Ehe als auch meinen Ruf gefährden würde. Daher muss ich wieder zu der Art von flüchtigen und körperlichen Liebe zurückkehren, bei der man sich mit ein paar Münzen für die jungen Männer immerhin Frieden und Anonymität sichert. Die Gefühle, die ich mehr und mehr für dich hege, machen mir Angst, und ich möchte dieser Leidenschaft lieber nicht folgen, weil ich fürchte, dass sie mich sonst in Gänze verschlingt. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder an einem der Orte, wo sich solche Männer wie wir treffen. Ich weiß, dass du diese Orte oft besuchst. Du verheimlichst ja nichts. Was mich angeht, so denke ich, dass ich mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Töchtern verbringen werde, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und ich hoffe, dass ich unsere leidenschaftlichen Begegnungen für immer vergessen kann. Lebe wohl, Charles. Okay. Achso, und noch ein anderer Brief. Mein lieber Francis, Henry, okay, ein anderer Mann dann wahrscheinlich, dann ist der erste hier wahrscheinlich auch nicht so wichtig, wenn es noch mehrere gab, ne? Also wohl so mehrere Beziehungen zu Männern, die er hier irgendwie hatte und die wahrscheinlich gerade beenden wollen, mal gucken, was der hier schreibt. Mein lieber Francis, völlig ungeachtet unserer gemeinsamen Vergangenheit schreibe ich dir heute als ein Freund. Durch einige Bekannte habe ich von deinem neulichen Problem mit dem Gesetz erfahren. Du solltest vorsichtiger sein. England kann man in keinster Weise... Ach ja, genau, übrigens zum Gefängnis, was Squibby da meinte, ob Tumblety nicht vielleicht ins Gefängnis geht, ja. Und wo er das denn hier auch gerade sagte, mit, du bist ja häufig da, wo Männer so sein können, oder was das war, hier war... vielleicht meint er dann so von wegen im Sinne, die Seife fallen zu lassen und so. Also... irgendwie vielleicht deshalb, ne, oder so, keine Ahnung, also vielleicht ist das gemeint oder so. Du solltest vorsichtiger sein. England kann man in keinster Weise mit dem wilden Westen vergleichen, aber auch hier lebt man nicht immer ungefährlich. Deine Neigung für junges Gesindel wird dir noch irgendwann große Probleme bereiten, egal ob du nun im Gerichtssaal oder in einer dunklen Seitengasse. Achso, egal ob nun. Ein Mann deiner Klasse und deines Vermögens muss sich nicht in schäbigen Schuppen aufhalten und seine Waffe überall mit hinnehmen. Um Partner zu finden, muss man keine Gewalt anwenden, außer man mag diese Gewalt. Gewisse Kreise, in denen wir früher verkehrt haben, stehen dir immer noch offen. Nutze diese gesunde und anständige Gesellschaft, anstatt dich mit diesen armen Burschen zu erniedrigen. Und, oh Gott, wirf diesen unsäglichen Koffer weg. Wer weiß, was die Leute, denen du seinen Inhalt stolz präsentierst, darüber denken und sagen. Ja, so wie Scooby, ne? Der Mann, den du einst geliebt hast, Henry. Dieser Dr. Tumblety fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Der Arzt hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Ja, dass er von Männern angezogen ist, das hat ja auch Watson schon von Sickert erfahren, nicht wahr? Ja. Okay, vielleicht war das mit dem Gefängnis dann doch nicht so gemeint. Vielleicht ist er eben wegen dieser Art mit seiner Pistole die Männer zu, naja, Dingen zu bewegen, eben ins Gefängnis gekommen. Aber es macht ja, also so ganz unwohl fühlt er sich dann damit ja eigentlich vielleicht auch nicht, ne? Sag ich mal so. Ja, gut, dann werden wir den Schrank gleich aufmachen. Wicksburg ist der Schlüssel und so weiter. Also im nächsten Part. Ja, bis dahin. Tschüss.